Hier aus der Kirche St. Alexander wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes, gesundes neues Jahr. Ich hoffe, Sie können es in Zuversicht beginnen. Oft haben solche Jahreswechsel ja im Nachhinein gar nicht so viele spektakuläre Veränderungen, die sie mit sich bringen. In diesem Jahr ist es vielleicht für die katholische Kirche in Rastatt etwas anderes. Mit dem Jahreswechsel ist auch der Pfarrerwechsel verbunden. Und so darf ich Sie heute grüßen, auch als derjenige, der versucht, die Nachfolge auch von Ralf Dickerhoff hier anzutreten. Ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen, nach und nach das Kennenlernen und dass wir gemeinsam nach Wegen in die Zukunft für unsere Kirche, für unsere Gemeinden vor Ort suchen.